Ja, das ist ja das absolut Besondere, dass wir nicht irgendetwas singen, sondern dass sich unser Repertoire so zusammensetzt aus Stücken, die wir möglichst als Autograf, also als eigenhändige Handschrift eines Komponisten im Bestand der Musikabteilung der Staatsbibliothek besitzen. Eben auch Beethovens Neunte, die haben wir als besonderen Schatz in der Musikabteilung der Staatsbibliothek. Sie ist Weltkulturerbe und wir sind wirklich stolz darauf. Wir haben auch Kontakte zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekommen, mit denen wir früher fast nie zusammenkamen, weil wir ja in zwei Häusern organisiert sind. Ich habe leider gesagt, und das wird schon kolportiert, ich sei früher nie so gerne in die Staatsbibliothek gegangen wie jetzt, indem ich Mitglied in diesem Chor bin. Für uns Pensionäre ist das eine ganz wunderbare Sache, weil wir dadurch mit früheren Kolleginnen und Kollegen in Kontakt kommen. Und es macht einfach Spaß, mit allen zusammen hier zu singen. Ja, dass wir das jetzt hier anfassen dürfen, ist natürlich, weil es natürlich jetzt ein Faksimile ist. Genau, das Autograph liegt selbstverständlich im Tresor bei 18 Grad und etwa 50% Luftfeuchtigkeit und dunkel geschützt, sodass Papier und Tinte möglichst wenig altern und wir auch noch in vielen, vielen Jahren für die Forschung und zur Freude der Menschen dieses Autograph haben. Angekauft wurde das Original von Beethovens 9. Sinfonie im Jahr 1846. Es war schon damals eine sehr tolle Handschrift. Aber fragen Sie mich nicht, wie toll. Es war immer klar, was damit im Hause ist. Deswegen wurde auch schon im Zweiten Weltkrieg sehr für die Schonung des Autographs gesorgt. Und dabei ist das Autograph von Beethovens 9. Sinfonie, das sowieso in mehreren Teilen vorliegt, auch an verschiedene Auslagerungsorte gekommen. Dort wurde es verwahrt bis 1977, als vom polnischen Staat das Autograph dann an die damalige DDR zurückgegeben worden ist. Seit dieser Zeit war dann das Hauptautograph in der Bibliothek unter den Linden, wobei andere Teile dann in West-Berlin untergebracht worden sind. Sodass es praktisch einen Riss gab durch das Autograph von Beethovens 9. Teile waren in West-Berlin und Teile waren dann seit 1977 in Ost-Berlin. Und erst seit der Zusammenlegung der Musikabteilung, die im Jahr 1997 stattfand, ist das ganze Autograph von Beethovens 9. Sinfonie wieder an einem Ort, und zwar hier unter den Linden, vereinigt. Ja, beeindruckend. Ich meine, die Geschichte dieses Werks ist also ganz eng verzahnt auch mit der europäischen Geschichte. Genau. Ein Autograph, das wirklich ein Schicksal zu tragen hat. Im Jahr 2001 ist dieses Werk dann auch aufgenommen worden in die Weltdokumentenerbeliste der UNESCO. Seither ist es das einzige Stück in der Staatsbibliothek, das auf dieser Weltdokumentenerbeliste steht.